Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und das ist die Wochenanalyse für die sechste Kalenderwoche und zwar für die Handelstage von 5.2. bis 9.2.2018. Ich möchte hier wieder auf die Märkte schauen, natürlich auf die doch recht starken Abgaben hier in der vergangenen Handelswoche, gerade in den Indizes. Die mussten ja doch relativ stark federn lassen, gerade hier am Donnerstag und Freitag, geschuldet dessen, dass hier in der vergangenen Woche die Fed ihre Zinsentscheidung preisgegeben hat und dann natürlich am Freitag die Farm Payrolls herausgekommen sind, die da doch in Summe alles relativ negativ von dem Markt aufgefasst ist. Ich möchte hier heute dann bei der Wochenanalyse auf den DAX eingehen, auf den Dow eingehen, auf den S&P eingehen, Euro, US-Dollar und britischen Pfund möchten wir uns anschauen, aufs Gold schauen und natürlich auf die Ölsorten Brent und WTI. Und wir fangen natürlich wie gewohnt dann mit dem DAX an, haben dann auch einen Blick auf die Wirtschaftszahlen bzw. wichtige Ereignisse, die in der kommenden Woche gegebenenfalls für die Märkte interessant sind. Vorab aber wie gewohnt und hier der Blick auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Wenn ihr hier Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne noch auf der Website von jfdbrokers.com hier eben nochmal Informationen euch reinholen. Wichtig ist zu beachten, dass ihr beim Handeln natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr mit den entsprechenden Positionsgrößen arbeitet. Risiko und Money Management ist sehr, sehr wichtig beim Traden, denn nicht jeder Trade geht natürlich ins Plus, sondern es können hier auch Verluste auftreten und hier diese vernünftig zu steuern. Das ist der wichtigste Punkt beim Traden und da solltet ihr natürlich darauf achten. Und als zweiter Punkt wichtig zu beachten, all dies, was ich hier sage, sind eben keine Handelsempfehlungen, sondern das ist meine Meinung, das sind meine Szenarien, die ich mir hier für die Handelswoche aufbaue, wo ich dann darauf achte, wichtige Punkte, wo ich darauf achte und wo ich dann meine persönlichen Handelsentscheidungen dann davon ableite. Aber das kann natürlich von eurer Seite gern für eure Analyse dann auch mit genutzt werden. Aber definitiv ist es keine Empfehlung, hier an dem einen oder anderen Punkt dann zwingend eben eine Entscheidung einzugehen, sondern eher als Information zu sehen. Schauen wir als allererstes hier auf den DAX. Ich habe hier den Tageschart mal im DAX dargestellt und wir sehen hier doch relativ starke Abgaben, gerade am Donnerstag und Freitag. Und ich hatte erwähnt, dass der Markt, der DAX, in der vergangenen Handelswoche um die 700 Punkte abgegeben hat. Also vom Schlusskurs der vergangenen Woche, des vergangenen Freitags zum Schlusskurs. Jetzt hier am letzten Freitag waren es rund 700 Punkte, was doch enorm ist. Und vor allem, was hier als doch recht schwach einzustufen ist, ist, dass diese Seitwärtszone, die ich in den letzten Wochen immer wieder erwähnt habe, hier doch relativ stark und relativ sauber durchstoßen wurde. Dann auch nennenswerte Tiefs, die aus der Vergangenheit hier resultieren, ebenfalls nach unten ohne großartige Rücksetzer durchstoßen wurden. Und als letzter Punkt hier zu erwähnen ist, dass der Jahreseröffnungskurs, also wo der Markt Anfang des Jahres gestartet ist, wo der Schlusskurs des Jahres 2017 war, das war hier in diesem Bereich, in diesem unteren Level dieser Seitwärtszone, auch dieser Bereich wurde am Freitag relativ sauber nach unten durchstoßen und wir haben annähernd auf den Bewegungstiefs geschlossen. Also alles erstmal Anzeichen von doch enormer Schwäche. Gerade ich hatte es erwähnt, dass diese Fed-Zinsentscheidung, die prinzipiell zwar wie erwartet eben entschieden wurde, dass die Zinsen erstmal gleich bleiben, aber dass eben auch zwischen den Zeilen hier eben nochmal bestärkt wurde, dass der Plan, die Zinsen im Laufe des Jahres bis zu dreimal anzuheben, eben dann nochmal unterstützt wurde. Hinzu kamen dann am Freitag die doch eigentlich relativ positiven Non-Farm Payrolls, also diese Arbeitsmarktzahlen, waren besser als erwartet. Die Prognose war um die 170.000. Es waren im Endeffekt 200.000, um die 200.000 neu geschaffene Stellen. Hinzu kam, dass die Arbeitslöhne ebenso seit 2009 den stärksten Anstieg im Prinzip hatten. Also alles eigentlich in Summe positive Kennzahlen, aber eben dieses dann auch bestärkt, dass wahrscheinlich diese Zinsanhöhungen im Laufe des Jahres eben wirklich dann umgesetzt werden, was wiederum die Zinsmärkte und gerade hier festverzinsliche Produkte gegebenenfalls dann auch langsam wieder in interessanter werden lassen und somit die Aktienmärkte gegebenenfalls an Interesse so ein bisschen verlieren könnten. All diese Punkte spielten dann bei diesem Abwärtstrend dann auch in den Köpfen der Anleger gegebenenfalls eine Rolle. Gewinnmitnahmen wurden hier dann eben realisiert und der Markt gab entsprechend ab und vor allem auch die US-Märkte, schauen wir gleich drauf, hier der Dow Jones am Tag, am Freitag ungefähr vom Hoch zum Tief 700 Punkte abgegeben, also auch enorm stark auf der Abwärtsseite. Und wir schauen mal, wie der Markt jetzt eben in
Zukunft mit diesen ganzen groben Informationen umgeht, ob es eben wirklich so eine kleine Korrekturwelle jetzt ausgelöst hat oder ob der Markt es sukzessive dann vielleicht wieder schafft, sich nach oben vorzuarbeiten und wir gegebenenfalls wieder neue Allzeithochs sehen. Das ist natürlich jetzt erstmal relativ fraglich, aber man muss natürlich dann darauf reagieren, wie geht der Markt halt damit um und dann eben immer wieder schauen, kriegen wir wieder die Wendung, kommen wir wieder nach oben oder brechen wir weiter nach unten ab. Und ich sehe für den morgigen Tag bzw. für die kommende Woche, nicht zwingend für den morgigen Tag, für den Montag, sondern eben für die kommende Woche durchaus Potenzial, dass wir hier nochmal weitere Tiefs ausbauen können. Speziell aus auch dessen geschuldet, dass hier noch Potenzial auf der Abwärtsseite im Dow Jones und S&P ist. Denn diese Märkte sind noch nicht, das schauen wir uns natürlich gleich an, die sind noch nicht auf diesem Niveau, wo wir Anfang des Jahres gestartet sind, sondern die sind noch darüber. Der DAX mittlerweile schon darunter, also zeigt, wie es sich auch im Laufe des Jahres und im Laufe des letzten Jahres so ein bisschen gezeigt hat, dass der DAX dann doch schwächer im Verhältnis zu den US-Märkten ist. Und wenn die US-Märkte weiterhin abgeben und noch hier so ein bisschen federn lassen, dann ist es hier durchaus denkbar, dass eben auch der DAX auf der Abwärtsseite hier noch so ein bisschen Bewegung ausbaut. Wir haben jetzt hier auch Luft nach unten. Also diese wichtigen Unterstützungsniveaus hier, die sind erstmal gebrochen. Gerade diese Schiebezone, die doch Unterstützung darstellen sollte, beziehungsweise auch in den letzten Wochen und Monaten doch stärkere Unterstützung dargestellt haben, das wurde jetzt erstmal nach unten durchstoßen. Und wir haben jetzt hier im Bereich, was ist das hier, die 12.660, 12.650, da sind wir jetzt kurz darüber, das ist jetzt nochmal so ein Unterstützungsniveau und dann ist hier erstmal nach unten Puffer. Also hier ist durchaus Potenzial, dass der Markt eben nach unten weiter ab gibt in den Bereich, was ist da, 12.400. Das sind alles schon Unterstützungen, die jetzt hier aus der Vergangenheit kommen, wo jetzt vom großen Bild her definitiv, das muss nicht zwingend auch in der kommenden Woche passieren, aber der Markt kann schon, wenn wir etwas stärker konsolidieren, die US-Märkte etwas stärker konsolidieren, dann sind das durchaus Niveaus, wo der Markt jetzt hinkommen kann. Für das große Bild, wir sind ja hier im Wochenchart unterwegs, für das große Bild wäre zwar dann diese Konsolidierung natürlich etwas stärker, aber wir kommen erst in einen sauberen Abwärtstrend auf Wochenbasis, wenn wir hier diesen Bereich knapp unter der Marke von 12.000 signifikant unterschreiten, dann ist hier auf dem großen Bild, also wirklich ganz, ganz groß, das ist dann vielleicht auch Sicht für das Jahr, wenn wir wirklich ein bisschen stärker konsolidieren, dann wäre hier durchaus Puffer, dass der Markt gegebenenfalls in den Bereich 11.000, 10.500 und 10.000 dann auch runterrutschen kann. Wir haben hier nochmal relativ starkes Unterstützungsniveau, auch dann auf diesem Niveau hier bekommen wir nochmal Unterstützung. Das ist dann die 11.400, zwischen 11.500 und 11.400. Also hier ist auf dem großen Bild erstmal Bewegung nach unten. Was heißt das jetzt aber für die kommende Woche? Wie gesagt, es ist durchaus möglich, dass wir hier nochmal neue Bewegungstiefs ausbauen. Wenn wir hier erstmal auf den Tageschart wieder zurückgehen, Moment, das war falsch, dann ist es eben durchaus denkbar, das zeige ich eben, zeichne ich gerne nochmal ein. Wenn wir hier eben etwas Erholung zeigen oder der Markt etwas Erholung zeigt an die entsprechenden Widerstände, die hier so kommen, ja, dann ist es eben durchaus denkbar, dass wir entsprechend dann eben wieder die Abwärtsseite aufnehmen. Ich würde jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass wir eben nochmals weiter solche Tage hier sehen. Wenn ja, dann ist es gut, dann sind wir auch darauf vorbereitet, dass es eben nach unten geht. Aber es ist hier durchaus denkbar, dass eben von den Widerständen erstmal Bewegung nach unten eintreten kann. Im Grunde genommen kann es auch nach unten weitergehen. Ich würde dies jedoch eben erst immer, wenn man sich Ziele für Trades setzt, so als zweites Ziel nehmen. Und je nachdem, wo wir dann auch am Montag eröffnen. Das kann ja auch durchaus sein. Und das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass der Markt, ich zeichne das auch nochmal ein, am Montag dann nochmals mit tieferen Kursen hier irgendwo eröffnet, vielleicht sogar unter diesem Unterstützungsniveau, was nochmals dann natürlich ein Zeichen von Schwäche ist. Dann muss man wieder schauen, wo ist der Eröffnungskurs? Befinden wir uns dann auf Tagestrend eben über diesem Eröffnungskurs, was dann erstmal für ein bisschen Erholung sprechen könnte, um dann eben an entsprechende Widerstände ranzulaufen? Oder sind wir dann unterhalb des Eröffnungskurses, was dann für etwas schnellere Bewegungen nochmals nach unten sprechen würde? Ja, also hier dann eben auch für die kommende Woche etwas mehr darauf schauen, wo sind die Tageseröffnungskurse, wo sind Schlusskurse des Vortages und wo befinden wir uns auf welchem Level? Ob wir uns dann gegebenenfalls erstmal in so einer Erholungsphase befinden, um dann an den entsprechenden Widerständen zu verkaufen oder
dass der Markt, was ja eben durchaus auch passieren kann, dass wir hier dieses Momentum weiter nach unten fortsetzen, direkt ohne dass wir uns irgendwie hier nennenswert erholen. Und es ist prinzipiell so, dass Abwärtsbewegungen, wie wir sie in der vergangenen Woche dann auch gesehen haben, prinzipiell schneller vonstatten gehen als Aufwärtsbewegungen. Wir sehen im Prinzip ja hier, schaut euch mal diese Aufwärtsbewegung an, wie lange der Markt dann eben für diesen Weg gebraucht hat und wie schnell es jetzt dann auf der Abwärtsseite geht. Und wie gesagt, wenn wir hier weiterhin Schwäche sehen, weiterhin unter den Eröffnungskursen sind, dann ist es auch denkbar, dass wir relativ zügig hier nochmal einen Tag mit 200 Punkten auf der Minusuhr im Prinzip ausbauen können. Ja, also von daher erstmal unter dem Bereich 13.000, das ist jetzt hier so ein bisschen meine Linie im Sand, die erstmal wichtig ist. Zeichne ich hier nochmal ein. Ja, also unter diesem Bereich bin ich hier definitiv erstmal mehr auf der Abwärtsseite als auf der Aufwärtsseite erstmal eingestellt. Gucke, ob ich mir Szenarien aufbauen kann auf der Abwärtsseite. Hier dann auch wieder vormittags schauen, nachmittags schauen, was machen denn auch die US-Märkte, wo sind dann dort wichtige Bereiche, die da im Prinzip reagieren können. Dann zwischen dem Bereich 13.000 und 13.200, das ist dann gegebenenfalls wieder so eine Art Schiebezone, ja, wo ich ein bisschen vorsichtiger bin, wo gegebenenfalls die Aufwärts- und Abwärtsseite interessant sein kann an den entsprechenden Widerständen und Unterstützungen. Das hat eben in den Vorwochen und Vormonaten dann auch ganz gut passiert, funktioniert. Und dann, wenn der Markt über diesen 13.200er Bereich geht, dann ist es hier durchaus denkbar, dass wir dann wieder etwas klarer die Long-Seite aufbauen und hier eben dann auch vermehrt wieder Setups auf der Long-Seite suchen und dann die Abwärtsseite wieder antizyklisch wäre. Ja, also hier nichts ist unmöglich. Ja, wir können stark auf der Abwärtsseite natürlich weitermachen, aber ein bisschen wahrscheinlicher sehe ich schon, dass der Markt hier dann erstmal so ein bisschen sich erholt und dann an den entsprechenden Punkten hier gegebenenfalls erstmal wieder so ein bisschen wegknickt für den Tag, da müssen wir dann drauf schauen. Beachtet, dass die Volatilität zunimmt. Auf Tagesbasis sind wir hier mit steigender oder haben wir es mit steigender Volatilität zu tun, was auch im Daytrading bedeutet, dass die Stops gegebenenfalls etwas größer sein müssen, weil eben auch diese Tagesschwankungen und die Tagesbewegungen entsprechend sich etwas erhöhen. Also hier mit den Stopgrößen zwischen 15 und 20 Punkten, was so in den letzten Wochen eigentlich ganz interessant immer war, kann sein, dass man eben doch auf 25, 28 Punkte Stop gegebenenfalls gehen muss. Aber dann natürlich auch die Chance sich erhöht, dass wir eben dann auf der Abwärtsseite oder auch auf der Aufwärtsseite mal so ein bisschen stärker moven. 200 Punkte, gute 200 Punkte Bewegungen am Tag durchaus denkbar sind. Und von daher sind dann eben auch leicht größere Stops vonnöten, aber eben auch nicht schlimm, weil die Chance sich natürlich dann auch auf der anderen Seite erhöht. Also mein grobes Bild für den DAX, alles unterhalb von 13.000. Tendenziell erstmal von der Abwärtsseite gucken, wo die Tagestrends liegen, dann zwischen 13.000 und 13.200 so ein bisschen vorsichtig und dann eben alles, was über 13.200 wäre, dann wieder etwas sauberer auf der Long-Seite. Okay, gehen wir weiter zum Dow Jones und da hatten wir ja, wie erwähnt, am Freitag doch, wir sehen das hier und ich habe mal das große Bild erstmal hier gezeigt, am Freitag doch diese sehr, sehr starke Abwärtsbewegung und auch hier so das letzte Fünkchen, wo ich gesagt hatte, da könnte Unterstützung reinkommen, dieser kleine rote Bereich hier, dass da der Markt eventuell noch so ein bisschen reagiert und das wäre so der letzte Bereich eigentlich für die Aufwärtsseite gewesen, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir da uns fangen, dann ist es denkbar, dass wir vielleicht eine Gegenbewegung nach oben sehen, wieder so ein bisschen Erholung sehen. Das hat den Markt relativ wenig interessiert und der Markt rutschte und das hatte ich auch erwähnt, wenn wir darunter kommen, wenn wir unter entsprechende Bereiche kommen und ich hatte auch schon diesen grauen Bereich hier erwähnt, wir gucken uns das gleich nochmal im kleineren Bild an, dann ist eben Bewegung nach unten weiterhin denkbar. Dass der Markt so stark moved auf der Abwärtsseite, das kann man natürlich nicht vorhersehen. Aber ganz wichtig ist, und ich hatte dann in der US Opening Bell am Freitag auch gezeigt, passt mal auf, ich bin, weil die Non-Farm Payrolls eben negative Vorzeichen gaben, weil die Vortage negative Vorzeichen gaben. Ich es auf der Aufwärtsseite teilweise an den Vortagen denn vorsichtig versucht hatte, das funktionierte nicht. Also ich hatte auch ein negatives Feedback für die Long-Seite vom Traden her. Dann war es für mich eigentlich klar, man kann erstmal nur die Abwärtsseite versuchen. Dann war es auch 16 Uhr, 16 Uhr 15 soweit, dass ich hier nochmal ein Setup auf der Abwärtsseite bot. Für mich war klar, okay, wenn ich da gut in den Markt reinkomme, dann gebe ich dem Markt auch Raum. Ich war da nicht bis ganz zum Schluss dabei, aber konnte hier wirklich eine interessante Bewegung auf der Abwärtsseite
Zeit dann auch mitnehmen, die dann eben auch meine vorherigen Tage, die nicht so rosig zugegebenermaßen liefen, dann auch nochmal locker vom Gewinn her wettmachen konnten und ich eben die vergangene Handelswoche auch ganz gut im Profit dann schließen konnte. Schieben wir das Bild nochmal ein bisschen zusammen. Also wichtig zu sehen, wir hatten wirklich hier seit Anfang 2017. Schaut euch mal die ganzen kleineren Abwärtsbewegungen hier an. Die waren im Verhältnis zu dieser Abwärtsbewegung eine sehr, sehr starke Momentumbewegung, nicht der Rede wert. Also wir haben hier wirklich stark nach unten gemoved und es ist durchaus denkbar, ich hatte es ja in der DAX-Analyse eben dann schon gesagt, dass der DAX prinzipiell schon unterhalb seines Jahreseröffnungskurses bzw. unterhalb des Vorjahresschlusskurses ist. Da hat der Dow Jones jetzt noch ein bisschen Luft. Das ist dieser graue Bereich hier, den ich eingezeichnet habe. Also es ist durchaus denkbar, nicht zwingend sofort am Montag, vielleicht auch nicht zwingend in der kommenden Woche, vielleicht auch übernächste Woche erst. Aber wenn wir nochmals nicht mal in der Ausprägung, sondern sogar etwas weniger hier in der nächsten Woche nach unten moven, dann ist es durchaus denkbar als nächstes Niveau, dass wir diese Jahreseröffnungskurse hier anlaufen und der Markt eben dann wirklich nennenswert nochmal weitere Tiefs hier ausbaut von der Bewegung. Also es ist durchaus denkbar, dass wir hier runterlaufen, auch in der kommenden Handelswoche. Das habe ich erstmal vorsichtig im Hinterkopf. Der Markt sollte auch hier idealerweise wenigstens so ein bisschen sich mal erholen, was natürlich denn bessere Einstiegsmöglichkeiten bietet, beziehungsweise Chance-Risiko-Verhältnisse auch ein bisschen besser dastehen lässt. Wir haben hier noch dieses Tief auch irgendwo aus der ersten oder zweiten Handelswoche diesen Jahres. Müsste man jetzt nochmal genau schauen, was hier nochmal so ein bisschen Widerstand dann darstellt, wo man eben gegebenenfalls den Markt verkaufen könnte. Wir haben auch da drüber hier dieser rote Bereich, wo wir eben sauber durch sind, der sollte dann auch nochmal irgendwo Widerstand darstellen, wo eben der Markt dann entsprechend nach unten wegbrechen könnte. Ja, das sind durchaus denkbare Szenarien, die ich eigentlich primär bevorzugen würde. Und ich würde auch hier im Dow Jones, ähnlich wie im DAX, alles, was unterhalb dieses letzten eigentlich wichtigen Bereiches für die Long-Seite, alles, was hier vom Kurs her bleibt, das ist dann der Bereich, schauen wir mal kurz, es müssten so um die 26.000 sein, ja? 25.900 und knapp, also 26.000 bis 25.900 runter. Alles, was sich darunter abspielt, sollte von der Kerntendenz abwärts sein. Hier ebenfalls der Blick auf die Tageseröffnungskurse. Sind wir vom Tagestrend dann her über diesem Tageseröffnungskurs, also erstmal tendenziell aufwärts gerichtet oder eben drunter unter den Eröffnungskursen tendenziell abwärts gerichtet. Hier sollte man gerade in der kommenden Woche verstärkt drauf schauen, weil es ist eben durchaus denkbar, wenn ich 700 Punkte auf der Abwärtsseite gesehen habe, dass ich natürlich dann auch, man muss sich das immer so vorstellen, wie so ein kleines Gummiband, was eben sehr, sehr stark gezogen wird. Man kann dieses Gummiband natürlich gegebenenfalls noch weiterziehen und noch weiterziehen und noch weiterziehen, aber umso weiter man es zieht, umso wahrscheinlicher wird dann bei so einer sehr, sehr starken Bewegung, dass eben dann auch eine Erholung in diesem Fall kommt, die sich dann an entsprechende Widerstände ranbewegen kann. Und dann eben die Kerntendenz erstmal unterhalb von 25.900 auf der Abwärtsseite wieder aufgenommen werden könnte. Rutschen wir über die 25.900 in Richtung 26.000, bin ich erstmal noch so ein bisschen vorsichtig. Alles über 26.000 spricht dann schon wieder langsam so ein bisschen dafür, dass wir in die Stärke zurückkommen. Und selbst dieses Szenario, was ich anfänglich erwähnt hatte, bezüglich dessen, dass die im Prinzip ja die Anleger irgendwo so ein bisschen eventuell das Interesse für festverzinsliche Anlagen oder für Anlagen im Zinsbereich, an den Zinsmärkten irgendwo vielleicht langsam so ein bisschen interessanter wieder finden und deswegen die Märkte hier abgegeben haben, ja. Das hat nichts zu bedeuten, dass das auch zwingend so sein muss. Das sind Begründungen, die hier für diese Abwärtsseite irgendwo genannt werden, ja. Aber charttechnisch sind wir natürlich stark zurückgekommen, aber gerade der Blick auf den Wochenchart zeigt, wir haben zwar hier eine Woche gesehen, die wirklich stark nach unten ist, aber mit Blick auf diese letzten Wochen und Monate haben wir von der Kernbewegung hier nichtsdestotrotz erstmal nicht so viel abgegeben, ja. Und es kann ja natürlich sein, dass wir hier ein bisschen stärker von der Korrektur sind, aber unterm Strich,
erstmal natürlich die Aufwärtsseite auch wieder angenommen wird. Von daher alles unter 25.900, erstmal vorsichtig die Abwärtsseite. Danach müssen wir schauen, ob sich der Markt hier eventuell wieder zu alten Stärken zurückfindet und dann eben nach oben geht. Das werden wir natürlich dann in den täglichen Analysen, gerade hier US Opening Bell, natürlich dann immer wieder beleuchten. Schauen wir auf den S&P und da zeigt sich natürlich ein ähnliches Bild wie im Dow Jones. Auch ein US-Markt, der stark abgegeben hat. Gerade hier am Freitag. Vorher zeigte sich der S&P eigentlich verhältnismäßig noch halbwegs im grünen Bereich. Wir haben natürlich hier dann auch von den letzten Allzeithochs abgegeben. Aber prinzipiell sind wir hier noch erstmal an diesem Unterstützungsniveau erstmal leicht durch, aber haben dann hier in den Bereich nochmal zurückgefunden, zeigten, nahmen das dann aber wieder als Widerstand und dann brach auch hier der Markt am Freitag relativ stark nach unten, durchbrach hier auch diesen letzten Bereich, wo ich dann prinzipiell gesagt habe, okay, bis hierhin für die Aufwärtsseite noch so leichte Chancen, aber auch schon mit großer Vorsicht zu genießen. Und dann gab es hier auch den Rutsch da drunter. Und auch hier der graue Bereich, das ist der Jahresschlusskurs bzw. Jahreseröffnungskursbereich. Und auch hier definitiv mit Blick auf das große Bild eine Chance, dass der Markt hier in diesem Bereich zurückläuft. Und ich hatte es ja eben in der Analyse zuvor vom Dow Jones im Prinzip schon gezeigt, dass dann natürlich längerfristig gesehen hier der Markt gegebenenfalls Unterstützung finden kann, dann eventuell auch die Chance hat, hier eben wieder zu alten Höhen zurückzufinden. Das ist definitiv nicht auszuschließen vom großen Bild her. Allerdings für die kommende Woche auch hier mit Blick darauf, dass natürlich die Volatilität zunimmt. Man sieht auch hier, dass eben mit den Abwärtsbewegungen hier die Schwankungen schnell nach oben gehen, die Bewegungen nach oben gehen und hier definitiv dann auch für die kommenden Tage mit etwas größeren Schwankungen zu rechnen ist. Aber das würde ich jetzt als relativ unwahrscheinlich sehen, dass wir so stark jetzt erstmal zurückspringen und hier gleich in der kommenden Woche neue Allzeithoch sehen. Ich würde hier erstmal prinzipiell ebenfalls davon ausgehen, wenn der S&P unter diesem letzten Bereich, den ich hier als Kernunterstützung für die Aufwärtsseite gesehen hatte. Also das ist so im Bereich 27.093, 94 beziehungsweise unterhalb von 2.800. dass der Markt darunter prinzipiell weiterhin erstmal den Vorteil aus Daytrading-Sicht auf der Abwärtsseite hat. Auch hier leichte Erholungen, ich zeichne das auch im S&P jetzt hier nochmal ein, leichte Erholungen an alte Widerstände hier, zum Beispiel diese Tiefs, die hier kommen, dann natürlich auch hier dieser graue Bereich, den ich gerade gezeigt habe, dass der Markt hier diese Stärke nach oben vielleicht nochmal findet, um dann entsprechend an diesen Widerständen hier die Kerntendenz dann gegebenenfalls wieder aufzunehmen. Dieses Szenario wäre für mich persönlich erstmal oder eins dieser Denkweisen wäre für mich das Favorisierteste für die kommende Woche. Auch hier der Gedanke, ähnlich wie ich ihn im DAX schon formuliert habe, dass es auch sein kann, dass wir diese Schwäche, die wir am Freitag, gerade hier im S&P am Freitag gesehen haben, unterstützend, wenn wir hier am Montag dann auch mit einem erneuten Gap nach unten eröffnen, was zusätzlich dann ein Turbo sein könnte für die Abwärtsseite, dass es dann mit dem tiefen Eröffnungskurs und eben keinem großartigen Rückläufer hier mehr, wie ich ihn erstmal favorisieren wollen würde, dass der Markt eben sofortige Schwäche erneut zeigt und hier weiter mit Momentum nach unten geht und hier durchaus es denkbar ist, dass wir relativ zügig als nächstes in dieses Unterstützungsniveau laufen. Das würde natürlich im Umkehrschluss, wie ich es im DAX gerade gezeigt habe, eben bedeuten, dass wir an die entsprechenden Unterstützungen, wie ich sie da genannt habe, auch relativ schnell im DAX rutschen könnten. Und da der DAX im Verhältnis zu den US-Märkten eh schwächer tendiert als die US-Märkte, kann man hier die Abwärtsseite im DAX auch natürlich dann wunderbar versuchen in Trades umzusetzen. Da sollte sich dann auch, wenn dieses Szenario eintritt oder generell dann die US-Märkte wieder anfangen zu schwächeln, sollte der DAX höchstwahrscheinlich hier ebenfalls seine Schwäche umsetzen können. Alles, was über der 2800 ist, wäre dann erstmal vorsichtig gesehen, aber wäre dann prinzipiell erstmal wieder so ein leichtes Anzeichen dafür,
dass wir eventuell hier stärker wieder finden, was dann, wie gesagt, langfristig auch den Gedanken dann stärkt, dass der Markt gegebenenfalls wieder in Richtung neuer Allzeithochs läuft. Das wäre für mich für die kommende Woche erstmal nicht der Kern, wo ich drauf warte, sondern gerade an den ersten Tagen mit Blick dann auch auf die Tageseröffnung, liegen wir da drüber oder da drunter, wo sind die Tagestendenzen so mit? Ja, dann hier primär erstmal der Blick auf der Abwärtsseite und wenn wir hier doch wieder Stärke finden sollten, dann ist eben auch der Blick dann auf der Aufwärtsseite über 2800, beziehungsweise muss man da noch mal ein bisschen genauer gucken, über diesen Bereich, wo dann hier die Aufwärtsseite erneut interessant wird. Also abwärts erstmal vom Kerntendenz, von dem Kernblick und dann wird man auch im S&P schauen, wo der Markt sich dann im Endeffekt einpendelt. Schauen wir auf den Euro-US-Dollar als nächstes. Hier mache ich es erstmal kurz. Ich hatte ja prinzipiell auch in der vergangenen Woche dann schon gezeigt, wir können ja gerne nochmal den Tageschart machen oder den Wochenchart, da sieht man, nee, Monatschart. das sind dann auch Analyse, die ich hier in der vergangenen Woche dann schon mal gemacht habe. Wir sind hier langfristig gesehen durch diese Trendlinie im Bereich 1,2560, zusätzlich hier mit so einem Widerstandsbereich auf Wochenbasis, der ebenfalls in dem Bereich 1,2560 ist. Alles, was da drunter ist, ist für den Euro-US-Dollar erstmal sehr, sehr schwer nachhaltig auf der Long-Seite eben hier diese Bewegung weiter fortzusetzen. Das haben wir auch in der vergangenen Handelswoche gesehen. Wir haben zwar eine leichte Long-Tendenz gehabt, aber der Euro-US-Dollar konnte nicht die Hochs der Vorwoche überschreiten, konnte zwar der britische Pfund auch nicht, wo wir uns gleich dann eben was wir uns eben gleich anschauen, aber prinzipiell mit Blick auf Unterschied Euro-US-Dollar, britischer Pfund, würde ich vom Kernhandel auf der Long-Seite eher den britischen Pfund bevorzugen, wo wir gleich drauf schauen, ja, weil wir haben hier einfach wirklich enormen Widerstand, was auch gegebenenfalls dazu führen kann, dass, das schauen wir uns gleich im kleinen Bild an, hier der Euro-US-Dollar erstmal vielleicht auch in der kommenden Woche eher abwärts tendierend ist. Und hier, wenn wir durchlaufen, natürlich über 25,60 und nachhaltig hier drüber bleiben, dann wäre erstmal hier richtig Puffer nach oben. Da ist dann wirklich mit Blick auf wirklich den langen, den großen Bild, vielleicht auch aus Sicht für eine Jahresbewegung, da wäre dann erstmal Puffer nach oben. Aber kurzfristig Blick auf den Markt, wir sehen, dass diese vorherigen Hochs hier eben nicht überschritten werden konnten in der vergangenen Woche. Zwar die Kernunterstützung hier in dem Bereich, ziehe ich mal größer, ja, die ich hier in der vergangenen Woche auch gezeigt habe, dass die eben erneut dann gehalten hat. Das war der Bereich 1,2390. Ja. Wir konnten dann eben auch hier die Long-Seite nochmal umsetzen, aber eben nicht neue Hochs ausbauen. Und ich würde auch nach wie vor sagen, solange wir über 2,390 bleiben, könnte man vorsichtig die Aufwärtsseite spielen im Euro-US-Dollar. Aber wie gesagt, der Markt bräuchte extreme Stärke, um hier nachhaltig dann den Bereich von 1,2560 nach oben zu durchstoßen. Und von daher würde ich hier nach wie vor, wenn man die Long-Seite handeln möchte, im Euro-US-Dollar so ein bisschen vorsichtig sein und wir gucken gleich auf den britischen Pfund, dann lieber den britischen Pfund handeln, weil einfach nach oben dort erstmal der Trend sauberer ist auf der Aufwärtsseite, aber dann kommen eben auch nicht so viele gravierende Widerstände auf der Long-Seite. Also würde ich dann, wie gesagt, für die Long-Seite eher zum britischen Pfund tendieren, sollte der Euro-US-Dollar allerdings hier unter dieses Unterstützungsniveau rutschen, ja, dann hier in das nächste Unterstützungsniveau 1,2340 bis 1,2350. Das wäre für mich so ein bisschen Niemandsland. Sollten wir hier dann aber runterrutschen, gerade auch hier unter dieses Kernunterstützungsniveau, dann ist es durchaus denkbar, dass wir hier dann Dampf nach unten aufnehmen und in diesen nächsten Bereich an die Marke 1,22 rutschen und das kann dann auch etwas schneller funktionieren. Ja? Also ab diesem Unterstützungsniveau hier schauen wir nochmal auf den Bereich. Moment. Hier 1,2390, beziehungsweise man kann eben auch hier die Marke von 1,24 knapp darunter eben nennen, dann wird es immer mehr in Richtung Abwärtsseite. Vorsichtig vielleicht schon mal einen Verkauf ansetzen, aber dran denken, hier kommen noch so ein paar Unterstützungen. Umso tiefer wir rutschen, umso stärker könnte sich so eine Bewegung fortsetzen in dem Bereich 1,22. Ja, das würde ich für die Abwärtsseite, also sollten die Märkte, gerade auch der britische Pfund, dann doch weiter so ein bisschen abwärts tendieren, dann würde ich im Verkauf eher zum Euro-US-Dollar tendieren
und im Kauf eher zum britischen Pfund. Den schauen wir jetzt uns als nächstes an. Und da haben wir hier auch das etwas längerfristige Bild. Wir gucken uns das mal auf dem Wochenchart an. Da haben wir einfach hier diese letzte Aufwärtstendenz. Und wir sind ja im Daytrading, im kurzfristigen Trading unterwegs. Uns interessiert natürlich die letzte Kernbewegung. Was hier vorne passiert ist, irgendwann mal 2008, 2011, dann auch diese Abwärtsbewegung, die hier bis 2016 angehalten hat. Das ist für uns erstmal nicht ganz so interessant. Wir haben hier dann so eine Schiebezone, aber da haben wir die ersten Widerstände dann eben auch schon hier durchstoßen. Und dann ist hier erstmal Luft nach oben. Und das ist für mich persönlich so ein bisschen interessanter für Käufe, als es jetzt im Euro-US-Dollar der Fall ist. Und wenn wir hier runterbrechen auf den 4-Stunden-Chart, dann sehen wir auch hier, das habe ich schon mal rot markiert, einen wichtigen Bereich, der hier als Kernunterstützung fungiert, den ich dann auch für die kommende Woche primär als Kernunterstützung sehen würde. 1,40, 80, 1,40, 90, das ist so das Kernunterstützungsniveau. Das ist vom aktuellen Schlusskurs nicht mehr weit weg. Sollten wir nach wie vor da drüber bleiben, dann weiterhin auch im britischen Pfund die Aufwärtsseite interessant. Sollten wir hier drunter rutschen, ähnlich wie eben im Euro-US-Dollar gezeigt, dann haben wir erstmal bis zu diesen Tiefs hier so ein bisschen einen Bereich, den man mit Vorsicht genießen sollte, weil zum einen die letzte Aufwärtsbewegung dann schon immer mehr zurückerobert wird, ja, und zum anderen dann eben natürlich hier höchstwahrscheinlich dann auch eine nächste Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs einsetzt, aber die Abwärtsseite erstmal von der Kerntendenz, wenn man das wieder sich anschaut, hier noch nicht ganz so durchstoßen wird. Und erst wenn wir an diese Tiefs hier laufen, dann ist es wahrscheinlicher dann auch für den britischen Pfund, dass der Markt dann, ja, also hier ab diesem Tief spätestens da ist eben die Abwärtsseite dann wieder interessanter, aber da würde ich dann, wie gesagt, eher im Euro-US-Dollar handeln und die Aufwärtsseite, also über diesen Unterstützungsniveaus, dann eben primär lieber den britischen Pfund, weil hier ist es wahrscheinlicher, dass wir eben diese nächsten kommenden Widerstände etwas sauberer durchstoßen könnten, die Stärke etwas sauberer hier im britischen Pfund sich zeigt, sieht man dann auch in der Bewegung, dass diese Seitwärtszone, die sich hier eigentlich im Euro-US-Dollar eben zeigt, dass diese im britischen Pfund doch etwas klarer trendmäßig sich oder abzeichnet, ja, somit, wie gesagt, Kurse über diesem Unterstützungsniveau um der Marke von 1,4090, dann weiterhin auf der Long-Seite. Alles darunter würde dann für den britischen Pfund bedeuten, umso weiter wir fallen, umso wahrscheinlicher würde, dass wir weiter fallen. Ja, und von daher kann man natürlich dann auch im britischen Pfund mal die Abwärtsseite versuchen. Ich würde es dann aber vielleicht tendenziell eher im Euro-US-Dollar tun. Schauen wir aufs Gold und auch da hatten wir durch die Non-Farm Payrolls eine etwas stärkere Bewegung. Ich habe hier auf meinem persönlichen Kanal von Megatrading nochmal so eine Analyse gezeigt, wo ich am Freitag die Reaktion der Non-Farm Payrolls bzw. die Reaktion der Märkte auf die Non-Farm Payrolls mal in so einem kleinen Video mitgeschnitten habe. Das geht so 1,5 Minuten. Das könnt ihr euch natürlich gerne mal, der Kanal heißt Megatrading und Markus Klebe Megatrading kann man da gucken. Da könnt ihr mal schauen, das habe ich ziemlich am Anfang eingeblendet und da sieht man, wie auch das Gold sich sehr, sehr stark auf diese Non-Farm Payrolls exakt am Freitag um 14:30 Uhr dann bewegt und hier eben um die 10 Dollar, glaube ich, in Summe dann erstmal mit direkter Reaktion, erst 5 Dollar und dann ein bisschen weiter, mit direkter Reaktion auf die Non-Farm Payrolls dann reagiert. Dann hatten wir den Markt hier erstmal vorher noch im Bereich 1,1345 bzw. knapp drunter. Und dann rutschte der Markt dann hier zeitweise unter die Marke von 13,30. Ja, und gerade hier dieses Unterstützungsniveau um die Marke von 1, von 13,35, was wir hier haben, was wirklich relativ stark war. Da sind wir auch sehr, sehr sauber durchgelaufen. Und das war auch hier wie in den Währungen, wie teilweise auch in den Indizes, habe ich ja irgendwo immer so einen Bereich, wo so das letzte Fünkchen für diese Aufwärtsseite erstmal noch vorhanden ist. Ja, und wenn wir hier durchgehen, dann sind wir eben wirklich auch von der Trendbewegung sauber dann in einer Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs, was dann auch für die kommende Woche, wie auch in den Indizes, und es war ja in der Vergangenheit so, dass das Gold eben nicht mehr als Notanker, als Notlösung gesehen wird, wenn die Indizes fallen, dass dann Gold steigt und umgedreht, wenn im Prinzip die Indizes steigen, dass dann Gold fällt, sondern wir sind von der Kerntendenz, nicht auf Tagesbasis. Da hat man natürlich auch mal so Bewegungen, wenn dann die Indizes fallen, dass dann Gold steigt, ja, aber
Prinzipiell von den Kerntendenzen ist es so, dass Gold sich fast ähnlich bewegt wie dann im Prinzip auch die Indizes, was dann eben auch gezeigt hat, wenn die Indizes fallen am Freitag oder ist das Gold auch gefallen. Und auch hier ähnlich wie in Indizes, wenn wir unter diesem Niveau 13,35 bleiben, dann sehe ich auch im Gold erstmal Potenzial auf der Abwärtsseite. Wir könnten uns hier definitiv neue Bewegungstiefs an entsprechende Unterstützungen erlauben. Das ist erstmal definitiv möglich. Und hier ganz wichtig, wenn wir unter diese, zeichne ich mal ein, wenn wir hier unter diese Kernunterstützung im Bereich 1320 rutschen, dann kommen hier zwar noch mal so ein bisschen Unterstützungsbereiche, ja, aber dann wird es irgendwann schon mau, weil wir hatten hier so eine Phase im Gold, wo es sehr, sehr sauber nach oben ging, was dann auch im Umkehrschluss bedeutet, dass solche Bewegungen, die in der Vergangenheit sehr, sehr sauber und das teilweise mit relativ geringem Volumen, ja, dass solche Bewegungen dann auch etwas längerfristig gesehen wieder auch relativ schnell auf der Abwärtsseite abgearbeitet werden könnten. Somit ist es hier im Gold auch definitiv denkbar, dass wir jetzt hier den Abwärtstrend erstmal wieder aufnehmen und die Abwärtsseite spielen. Somit würde das für mich bedeuten, dass ich im Gold unter der 13,35 erstmal primär nach Abwärtsbewegungen suche. Hier auch mit dem Blick als Ziel, dass eben neue Bewegungstiefs ausgebaut werden können. Erstmal kommen hier noch so ein paar Unterstützungsniveaus, die nicht so unwichtig sind. Ja, aber hier ist es eben auch denkbar, dass wir, wenn wir umso mehr wir nach unten durchstoßen, umso klarer wird dann hier die Abwärtsseite und dann sind hier auch gegebenenfalls größere Abwärtstage im Gold denkbar. Sollten wir über die 1335 wieder steigen, dann sind wir erstmal in dem Bereich, der sich hier dann auch schon so in den letzten Tagen so ein bisschen als Seitwärtszone gezeigt hat und sollten wir hier dann über diesen Bereich steigen, zeichne ich nochmal kurz ein, Moment. Ja, also dieser Bereich hier, auch dieser graue Bereich, den ich hier als erstmal Unterstützungsbereich gesehen habe, dann als Widerstandsbereich, der dann auch Widerstand immer wieder gegeben hat. Alles, was dann über diesen Bereich hier ist, das ist dann die Marke um die 1,1345, so ganz grob gesehen. Alles, was da drüber wäre, wäre dann wieder etwas klarer für die Long-Seite. Dann sollten höchstwahrscheinlich dann auch die Indizes erstmal wieder ansteigen, beziehungsweise es ist jetzt auch nicht undenkbar, dass wenn wirklich starker Druck in den Indizes reinkommt und hier dann eben wirklich die Angst steigt, dann könnte sich dieses Verhältnis, dass der Goldpreis steigt und auch die Indizes steigen, dann könnte sich hier durchaus wieder das Bild so ein bisschen wenden, dass eben durch die enorme Angst, durch wirklich die Mittel, nicht Zuflüsse, sondern die Mittelabflüsse aus den Indizes dafür sorgen, dass hier dann eben Gold doch auch eben anfängt zu steigen, die Indizes trotzdem weiterfallen und dann wäre auch etwas unabhängig der Indizes es denkbar, wenn das Gold dann eben ansteigt, dass wir hier eventuell neue Bewegungshochs sehen. Das ist jetzt auch nicht in der aktuellen Situation so unwahrscheinlich, dass das dann wieder passiert. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten einfach wirklich in den vergangenen Jahren, muss man ja sagen, ein etwas langweiliges Bild. Wir hatten sehr, sehr billiges Geld. Im Prinzip ist eigentlich egal was, es ist alles gestiegen. Ja, ob es Rohstoffe sind, ob es Aktienmärkte sind, es ist alles irgendwo nach oben gegangen und dieser Angst, dieses Angstpunkt hier, dass man dann in den sicheren Hafen Gold im Prinzip erst geht, wenn die Aktienmärkte fallen und dann eben Gold, der Goldpreis fällt, wenn im Prinzip die Aktienmärkte steigen. Das Bild, wie gesagt, hat sich ja so ein bisschen gewandelt, weil es war so viel Geld da, dass es in alles reingeflossen ist, ja. Und das kann sich natürlich jetzt so ein bisschen wieder drehen. Das muss nicht gleich in der kommenden Woche direkt am Montag passieren, aber langfristig gesehen würde ich für meinen Blick eben hier schon darauf tendieren, dass das durchaus passieren könnte und somit hier so ein Szenario dann irgendwo auch einsetzen kann. Also alles unter 13,35, erstmal Abwärtsseite zwischen 13,35 und 13,45, so ein bisschen vorsichtig, Schiebezone und darüber wird es dann wieder so ein bisschen klarer für die Long-Seite. Schauen wir als Abschluss auf die Ölsorten Brent und WTI und auch hier zeigt sich so ein ähnliches Bild, wo ich sage, ich würde diese eine Sorte Öl bevorzugen für einen Kauf und die andere Sorte eher bevorzugen für einen Verkauf. Ich hatte in der letzten Analyse dann auch gezeigt, dass diese Aufwärtsbewegung, dazu schauen wir uns mal beide Märkte auf dem 4-Stunden-Chart an.
Wir sehen hier im Brent Crude, dass wir hier eigentlich eine Seitwärtsphase haben. Die hatte ich schon letzte oder in der vorletzten Woche schon als grau markiert, ja. Und dieser Bereich, dass sich der Markt eben hauptsächlich in diesem Bereich aufhält, das ist dann immer sehr, sehr wahrscheinlich. Und wenn man sich in einem Seitwärtsmarkt aufhält, dann ist es eben schwierig, trendfolgend zu handeln, weil einfach ein Tag hoch geht, ein Tag runter geht, ein Tag hoch geht, ein Tag runter geht. Wir sind zwar knapp drunter, aber das sind ja immer nur Bereiche. Es ist nach wie vor im Brent so, dass sich hier die Aufwärtsseite relativ schwer tut. Auch im WTI hatten wir zwar jetzt erstmal nicht zwingend neue Hochs in der vergangenen Woche, aber wenn wir uns das hier auf dem 4-Stunden-Chart anschauen, dann ist einfach die Kerntendenz hier etwas sauberer. Ja, wir haben jetzt zwar hier eben doch auch ein bisschen stärker abgegeben, aber generell sind Käufe im WTI höchstwahrscheinlich lohnender und das hat sich auch in der vergangenen Woche gezeigt, dass eben die Aufwärtsbewegungen etwas ausgeprägter sich darstellen als im Brent. Und somit würde ich nach wie vor erstmal vom Kern mit dem Gedanken herangehen, wenn man kaufen möchte, also Öl kaufen möchte, dann tendenziell eventuell besser gestellt ist im WTI. Andersherum, wenn man verkaufen möchte, dann wäre gegebenenfalls das Brent interessant. Und ich würde hier, wenn ich es mal einzeige, im WTI prinzipiell davon ausgehen, wenn man sich wieder einen Bereich sucht, der da für die Long-Seite erstmal kernunterstützend im Raum steht, dann ist hier dieses Unterstützungsniveau, Moment, das war jetzt das falsche, Moment, Moment, Moment. Muss ich mal kurz hier die Tonne suchen, um den Pfeil da wegzunehmen und hier den Strich zu nehmen. Also prinzipiell würde ich eben dieses Unterstützungsniveau, hier diese Hochs, ja, diesen Bereich, wo wir uns jetzt gerade knapp darüber befinden, erstmal als kernunterstützenden Bereich sehen für die Long-Seite. Also sollte sich WTI nach wie vor darüber aufhalten, dann sind neue Bewegungshoch nicht auszuschließen. Rutschen wir jedoch auch hier darunter, und wir wissen ja, alle Märkte sind in letzter Zeit prinzipiell gestiegen. Jetzt haben die Märkte, gerade die Indizes, ja, eben doch merklich abgegeben. Somit ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass auf einmal alle Märkte die Tendenz auf der Abwärtsseite zeigen. Ja. Somit auch hier der Gedanke, wenn wir dieses Unterstützungsniveau nach unten durchbrechen, dann ist es hier durchaus interessant, dass der Markt hier auf der Abwärtsseite gegebenenfalls Potenzial zeigt. Und dann kann es teilweise schneller, als es aufwärts ging, hier dann auch in den Ölsorten in die Abwärtsrichtung gehen. Und da bekommen wir hier in diesem Bereich, eben hier mit diesen Hochs, da bekommen wir das nächste Kernunterstützungsniveau. Und das liegt hier locker unter 60 Dollar im WTI. Das ist jetzt nicht zwingend die Bewegung, wie gesagt, für die kommende Woche, aber es ist auch im WTI dann denkbar, dass diese letzte Aufwärtsbewegung, die hier eben sehr, sehr sauber ohne großes Volumen stattgefunden hat, man findet wenig Unterstützungsniveaus hier in diesen Bereichen, dass es dann relativ zügig hier ebenfalls auf der Abwärtsseite vonstatten gehen kann. Somit alles über der Marke 64,20, ich sag mal zwischen 64 und 65, so muss man, beziehungsweise 64 und 64,5, das ist so dieses Unterstützungsniveau. Unterstützungsniveau erstmal vom Big Picture. Alles, was da drüber ist, weiterhin Long-Seite, sollten wieder darunter kommen. Definitiv mal den Blick auf die Abwärtsseite richten. Was könnte hier an Potenzial bestehen? Und das Gleiche schauen wir uns im Brent an. Und hier sind wir doch relativ merklich an einem markanten Unterstützungsniveau. Und zwar bedingt durch die Seitwärtsphase, die wir hier haben. Wir haben ja, wie gesagt, diese Seitwärtsphase und dieses Unterstützungsniveau hier, wo wir auch annähernd dranhängen, ja, hier, ja, das ist wirklich für mich persönlich jetzt, von meinem Blick, also eigentlich der letzte Notanker. Das ist auch dieser untere Bereich, wenn man diese Seitwärtszone so ein bisschen erweitert. Das ist so der Bereich, der wirklich oft Unterstützung geboten hat. Und da ist es einfach auch klassisch, diese Seitwärtszone, wenn diese nach unten durchstoßen wird, dann ist es eben hier sofort, und im WTI haben wir ja noch so ein bisschen Puffer. Im Brent wird es dann sofort denkbar, dass der Markt eben so ein bisschen stärker auf der Abwärtsseite moved, und da kommen dann die nächsten Unterstützungsniveau hier. Niveau ist im Bereich 66,50, dann kommt der nächste Bereich, das ist dann hier 65,30, ja, das ist dann dieser Bereich, aber der eigentlich interessantere und für mich markanteste Unterstützungsbereich, der sich hier im Brent zeigt, ist ungefähr der Bereich hier um die Marke von, da gucken wir gleich nochmal, was das exakt in Dollar bedeutet. Es wird hier ja so 64,
knapp über 64 höchstwahrscheinlich sein. Das ist eigentlich der nächste Kern und der nächste Kernunterstützungsbereich hier, ja. Also ist hier denn auch definitiv denkbar, dass wir ein bisschen längerfristig gedacht, durchaus in der nächsten Handelswoche, wirklich hier mit Schmackes die Abwärtsseite sehen. Und alles, was über dem Bereich ist, wie gesagt, nach wie vor seitwärts. Und ich würde hier im Brent nach wie vor nicht zwingend kaufen wollen, sondern dann eher lieber im WTI und die Abwärtsseite im Crude, im Brent Crude dann hier im Prinzip umsetzen wollen, ja. Also das zu den Märkten, wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, von reinen Wirtschaftszahlen kommt in der kommenden Woche nicht so viel. Ich schaue noch mal kurz drauf. Es kommen im Ausland noch ein paar Zinsentscheidungen. Da finden wir am Dienstag Zinsentscheidung in Australien, dann am Mittwoch Zinsentscheidung in Neuseeland. Und was eigentlich der wichtigste Faktor für die kommende Woche ist aus fundamentaler Wirtschaftszahlensicht, ist der Donnerstag, denn da entscheidet England, wie sie mit ihren Zinsen umgehen. Da wird auch dann ein Sitzungsprotokoll, es wird ein Sitzungsprotokoll geben. Und da könnte es nicht nur den britischen Pfund, sondern natürlich auch andere Währungen gegebenenfalls nochmal so ein bisschen Schub auf der einen oder anderen Seite geben. Auch bei den anderen Zinsentscheidungen könnten sich die entsprechenden Kernwährungen oder Kernwährungspaare natürlich etwas stärker bewegen. Ich denke, dass diese Entscheidungen dort für die Indizes an sich jetzt nicht so eine gravierende Auswirkung haben werden. Also von daher ist das mehr für die Währungen interessant und weniger für die Indizes oder jetzt hier auch zwingend fürs Brent oder WTI, wo wir uns jetzt gerade noch befinden vom Bild her. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch Good Trades für die kommende Woche. Wir hören uns natürlich wie gewohnt jeden Morgen zum DAX Long oder Short, wo ich so zwischen 8:30 Uhr und 9 Uhr mich dann per Livestream einschalte und wir uns hier den Markt anschauen, die Markteröffnung um 9 anschauen und was könnte hier vom Tag her interessante Szenarios sein für eventuelle Handlungen. Dann am Nachmittag natürlich wie gewohnt dann auch die US Opening Bell, wo ich dann entweder kurz vor der US-Eröffnung, manchmal kurz nach der US-Eröffnung mich per Livestream reinschalte und wir uns dann entsprechend die Märkte anschauen, was könnte hier interessant sein, welche Handlungen und dann natürlich auch diese Wochenanalyse als grobes Bild nutzen, um dann eben entsprechend dann im Daytrading, hauptsächlich im Daytrading und auch im Swing Trading dann den einen oder anderen Trade mal anzusetzen. Und gerade mit dem Potenzial auf der Abwärtsseite, was ich hier doch nicht so als unrealistisch sehe, könnte sich ja auch gegebenenfalls eine Möglichkeit ergeben, dann auch den einen oder anderen Swing Trade mal aufzubauen. In diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trades, seid vorsichtig, setzt vernünftig Stops, macht ein vernünftiges Positionsgrößenmanagement und dann hören wir uns, wie gesagt, täglich. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.